Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA 17 Karrieremodus mit Real Madrid. Heute ist wieder der Tag aller Tage, einer der wichtigsten Tage für den spanischen Fußball ist heute da. Und zwar ist heute Copa de España und das gegen den FC Barcelona. Wir spielen zu Hause in Madrid gegen Barcelona im ersten Spiel, direkt am Anfang der Rückrunde sozusagen. Also danach geht es dann wieder weiter mit der Liga, aber hier spielen wir dann gegen Barcelona im Pokal. Das ist natürlich richtig krass, direkt zweimal in Folge das El Clasico gegen Barcelona. Wow, also da müssen wir uns auf jeden Fall gut konzentrieren, da müssen wir gut spielen. Nicht wie zuletzt gegen Espanyol, wo wir dann doch verloren haben. Deswegen werden wir auf jeden Fall unsere Stammelf mal reinnehmen. Gut, dass wir die geschont haben, würde ich mal fast behaupten. James Rodriguez wird auch wieder spielen. Deulofeu wird rechts spielen. Bale ist ja leider immer noch verletzt, glaube ich. Muss ich gleich nochmal nachschauen. Bellerin wird wieder dabei sein und der wird gegen Carvajal getauscht und Coentrao fliegt auch raus. Da kommt dann natürlich Marcelo rein. Dann sind wir eigentlich in Bestbesetzung mit dabei. Hier sehen wir es auch schon. Bale ist immer noch verletzt. Ja, da müssen wir ein bisschen abwarten. De Gea kann natürlich ins Tor wieder. Also, wir werden in Bestbesetzung auflaufen, wie wir es auch schon sonst immer gespielt haben. Ronaldo, Benzema, Deulofeu, Kroos, Rodriguez, Modric, Marcelo, Ramos, Varane und Bellerin und De Gea natürlich im Tor. Ja, okay, ich würde sagen, ich will nicht lange labern. Ich will direkt ins Clásico, El Clásico einsteigen. Und wir sehen uns dann gleich im Stadion. Es ist El Clásico-Zeit in der Copa. Beim Spiel Real Madrid gegen Barcelona natürlich. Sonst wäre es nicht das El Clásico. Hier im Santiago Bernabéu. Ja, es ist das Viertelfinale des Pokals, wo wir direkt dann gegen Barcelona antreten dürfen. Das ist eigentlich so, ja, das Schlimmste, was uns hätte passieren können eigentlich. Gerade im Viertelfinale. Das ist eigentlich so ein Spiel für mindestens Halbfinale. Aber jetzt müssen wir direkt ran gegen diese Jungs, gegen diese Spitzentruppe. 4 Tore in den letzten 3 Spielen für Luis Suarez. Er wird natürlich uns auch vor Probleme stellen. Das ist ganz klar. Genauso wie natürlich Messi, genauso wie Neymar. Ja, was eine Spitzentruppe, gegen die wir heute spielen können und dürfen. Aber unsere Jungs sind natürlich auch nicht verkehrt, wie wir hier sehen. Gareth Bale leider verletzt, der fehlt leider. Dafür muss Deulofeu ran, aber ich glaube, er wird ihn schon ganz gut ersetzen können. Also wir sind nicht in Bestbesetzung, nicht in kompletter Bestbesetzung am Start. Ansonsten alles andere, ja, alle anderen Positionen sind in Bestbesetzung hier dabei. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch Barcelona nicht unbedingt in Bestbesetzung hier aufläuft. Aber das werden wir jetzt gleich auf dem Tableau natürlich sehen, wie die Aufstellung ist von Barcelona. Hier ist die Aufstellung mit Cillessen im Tor, mit Vidal rechts, Piqué, Mascherano, Alba. Hier haben wir noch Busquets, Thuram, Rakitic, Neymar, Suarez und Messi. Persönlich finde ich ja, dass Real Madrid im Mittelfeld ein bisschen besser aufgestellt ist, aber ich glaube tatsächlich, dass Barcelona in der Offensive besser aufgestellt ist als Real Madrid. Wir haben einen Ronaldo, wir haben Benzema, ja klar, aber Deulofeu, na, Gareth Bale ist nicht dabei. Also heute ist, würde ich fast sagen, dass in der Offensive Barcelona besser ist. Aber ob sich das auch auf dem Spielfeld irgendwie zeigen wird, das ist halt die andere Frage, das ist die andere Sache. Und ich würde einfach sagen, wir starten, wir gehen ins Spiel Barcelona gegen Real Madrid in Madrid im Santiago Bernabéu. Ah, es könnte sehr interessant sein. So, Messi schon am Ball gewesen. Alex Vidal, der rechte Verteidiger, wird erstmal von Ronaldo weggehauen. Und wir dürfen weitermachen. Ah, Ramos verliert erst den Ball. Ich hätte auch fast gesagt, dass es vielleicht ein Foul war. Aber halb so wild. Ah, starker Ball eigentlich von Benzema auf Ramos. Leider kam der ein bisschen unpräzise. Ah, Bellerin. Sehr schön. Es war sogar Bellerin, der da vorne war. Und Bellerin. Schön gemacht. Das ist schon das 1:0. Ich weiß nicht, warum der da vorne so rumsaust. Der ist ja quasi der zweite offensive Mittelfeldspieler hier gewesen die ganze Zeit. Aber es hat sich gelohnt. Er hat das Tor gemacht. Hector Bellerin mit dem 1:0. Dieser wichtige Treffer direkt am Anfang des Spiels hier gegen Barcelona. Ja, besser kann es doch gar nicht laufen für Real Madrid. Nachdem
Real Madrid gegen Espanyol eher schlecht aussah mit der B11. So machen sie in der 5. Minute direkt das 1:0. Das ist ja Wahnsinn. So, Rakitic. Ja, kann sich durchsetzen hier. Aber findet keine Anspielstation. Arda Turan und Groß klärt erstmal. Messi, schöner Ball. Auch hier wieder geklärt, aber Neymar kriegt die Pille. Aber Bellerin ist da. Einwurf für Barcelona jetzt. Jordi Alba übernimmt den Einwurf. Kriegt auch eine Flanke hin. Nein, er spielt direkt auf Neymar. Suarez versucht sich durchzusetzen, schafft aber nicht. Ah, das Klären war ein bisschen schlecht. Und der Schuss. Neymar mit dem Schuss. De Gea ist wie eine Bahnschranke darunter gefallen irgendwie. Sah nicht so cool aus. Wenn er bei ein bisschen mehr aufs Tor gekommen wäre, dann wäre er durch gewesen. So, Deulofeu hat jetzt erstmal richtig Platz. Hat jetzt richtig Platz. Will reinspielen. Ah, schafft es aber nicht. Und ach, der nächste Pass auch wieder eine Katastrophe. Das hätte gefährlicher werden können, als es dann letztendlich war. Und Rakitic mimt im Moment den Innenverteidiger scheinbar. Lässt sich ziemlich stark zurückfallen, damit er das Spiel aufbauen kann. Und jetzt Neymar. Da muss er sich erstmal gegen Varane durchsetzen. Bellerin ist immer noch weiter vorne. Aber Varane macht das ganz clever. Lässt Neymar überhaupt nicht seine Tricks irgendwie machen. Aber es gibt trotzdem Ecke für Barcelona. Oh, Neymar. Dribbelt sich hier durch. Messi mit der Flanke. Oh, die kommt nicht schlecht. Aber Kroos ist noch zur Stelle. Real Madrid kann sich gerade überhaupt nicht befreien. Barcelona ziemlich stark im Moment. Hinten liegt noch jemand. Ich glaube, Varane. Und Messi! De Gea hält! Richtig starker Schuss von Lionel Messi. Und ja, Varane hat sich verletzt. Das ist natürlich bitter. Ich weiß gar nicht, ob wir... Doch, wir haben Marquinhos auf der Bank. Ja, besser ist. Gott sei Dank haben wir Marquinhos auf der Bank. So, Varane hat sich leider verletzt. Das ist natürlich richtig, richtig schlecht. Ja, wird auch umgehauen von Piqué hier. Ah, ärgerlich. Wahrscheinlich wird er dann auch im zweiten Spiel, im zweiten El Clasico fehlen. Das wäre natürlich ziemlich bitter. Aber wir haben Gott sei Dank Marquinhos. So, jetzt müssen wir erstmal den Ball irgendwie wegkriegen. Im Moment sieht das gar nicht so gut aus. Barcelona mit einem üblen Pressing. Und Messi holt sich die Pille. Also im Moment sieht das ganz, ganz schlecht aus, was Real Madrid hier macht. Ziemlich fürchterlich. Wir müssen irgendwie den Ball wegkriegen. Deulofeu, sehr schön gemacht. So, jetzt Ramos. Benzema. Ah, das braucht zu lange. Ramos holt sich aber den Ball. Benzema scheinbar auch verletzt. Das wäre es ja, wenn zwei Leute jetzt verletzt wären. Marcelo, es ist keiner in der Mitte. Marcelo, rüber auf Ronaldo, aber gut geklärt von Barcelona. Mein Gott, das ist gerade ein wahnsinniges Spiel. Die geben beide richtig, richtig Gas, richtig spannend. Ich hoffe, das bleibt auch so und ich hoffe, das wird auch im zweiten Spiel so sein. Marcelo holt sich die Pille von Neymar. Der hat ein bisschen zu lange rumgetänzelt. Ramos. Ah, wollte noch rüberspielen auf Deulofeu, aber Marcelo wird gelegt und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Ah, ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Nachdem wir verarscht wurden im letzten Spiel gegen Barcelona, ist das jetzt auch schon wieder so eine halbe Verarsche. Ja, ah, gut. Ja, Marcelo hat den Ball gekriegt. Alex Vidal ist dann reingegrätscht. Ja, gut, das kann man schon eher geben als den Elfmeter gegen uns im letzten Spiel gegen Barcelona. Und wer wird antreten? Natürlich wird Cristiano Ronaldo antreten. Mal gucken, ob er es reinmacht. Er macht es rein. Cristiano Ronaldo mit dem 2:0 gegen Barcelona. Wichtig. Das war ein wichtiger Treffer. Cillessen wusste gar nicht, was ihm geschieht. Es war nicht sonderlich gut geschossen. Definitiv nicht. Aber drin ist drin, ehrlich gesagt. So, und das muss Barcelona erstmal verdauen. Die hatten eine richtige Drangphase, haben richtig stark gespielt. Real Madrid konnte sich kaum befreien aus der Defensive. Aber das Tor ist nicht gefallen. Und das Tor fällt dann für Real Madrid. In einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt natürlich, ganz klar. Und Arda Turan. Ah, super durchgesetzt. Sergio Busquets ist komplett durch. De Gea hält stark. Ja, 40 Minuten gespielt. Es gibt wieder Ecke für Barcelona. Also, das sieht schon sehr, sehr gut aus, wie die Jungs hier spielen. Und, ah, stark geholt eigentlich.
Aber Rakitic kriegt noch den Ball. Wird hier aber gelegt und es gibt wieder Elfmeter. Es gibt wieder Elfmeter. Kroos geht da rein, kriegt den Ball. Aber leider gibt es noch eine Umarmung von Rakitic. Und es wird auch hier gepfiffen. Also der Schiedsrichter, der ist ein bisschen auf Konfrontationskurs. Suarez gegen Dreher. Ah, Dreher hält fast. Aber stark geschossen von Luis Suarez. Und damit steht es 2:1 für Real Madrid. Ja, Suarez macht ein bisschen auf Ronaldo. Ah, das war aber auch eigentlich ganz gut von Dreher. Er wusste, dass es irgendwie in die Mitte geht. Aber kriegt die Finger nicht mehr an den Ball. Ach, ärgerlich. Damit steht schon wieder 2:1. Barcelona verkürzt. Und sie holen sich auf jeden Fall ihren Lohn ab, muss ich sagen. 2:0 war doch eine Ecke zu krass. Als Führung für Real Madrid. So gut waren wir dann doch nicht. Barcelona macht schon sehr, sehr viel fürs Spiel. Aber wir kommen hier nicht raus. Wir kommen hier nicht in den Strafraum. Also Barcelona, würde ich schon sagen, macht das bessere Spiel. Stellt uns vor Probleme in der Verteidigung. Da kommen wir noch nicht so recht mit klar. Oh, Piqué. Das war nicht ganz so souverän. Das kann er eigentlich besser. Und Kroos. Ah, schlechter Ball von Kroos. Das kennt man von ihm nicht. Tja, Halbzeit hier im Santiago Bernabéu. Real Madrid führt 2:1 gegen Barcelona. Ein sehr, sehr spannendes Spiel. Barcelona im Grunde stärker, aber sie kommen nicht so richtig vors Tor. Und wenn sie vors Tor kommen, dann passiert da eher nichts, außer dieser Elfmeter. Also die beiden Elfmeterentscheidungen, kann man, glaube ich, bei beiden drüber streiten. Aber es ist bei beiden auch okay. Gomez kommt mittlerweile auch für Rakitic. Rakitic geht raus. Mal gucken, was André Gomez uns so bereithält. Ist auch ein starker Spieler. Hat uns auch im letzten El Clasico ein bisschen geärgert. Und jetzt Deulofeu mit der Flanke, die war richtig schlecht, leider. Da hat Barcelona kein Problem mit, das irgendwie wieder zurückzuholen. Ja, wir haben echt Probleme im Aufbauspiel. Barcelona macht die Räume eng. Und so wird es dann echt schwer, da irgendwie den Pass durchzukriegen. Während Barcelona ganz schön kämpft. Marcelo. Sehr gut geholt. Und jetzt wieder wir. Über James. Ah, der verliert den Ball an Arda Turan. Der braucht ein bisschen zu lange, um den Ball anzunehmen. Das sehe ich bei ihm öfter. Schön von Ronaldo. Benzema. Oh. Aber Deulofeu kriegt den Ball wieder. Wird aber gelegt. Und der Konter für Barcelona über Messi. Messi, 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 Messi. Über den rechten Flügel. Wird gezupft und gezerrt von Sergio Ramos. Und ja, verliert den Ball. Aber Einwurf trotzdem für Barcelona. Sergio Busquets. Schön gemacht. Suarez! Aber De Gea hält. Ah, wenn wir De Gea nicht im Tor hätten. Mein Gott, was für eine Parade hier. Den habe ich schon fast drin gesehen. Gut, dass das nicht hingehauen hat für Barcelona. Wir führen immer noch 2:1. Ich hoffe, das bleibt auch einigermaßen so. James. So, mal gucken, was er jetzt so macht. Groß. Schön auf Benzema. Und der Pass wurde gut antizipiert von Iniesta. Also es ist unglücklich. Was? Oh, was Real da macht. Die Pässe kommen überhaupt nicht an. Es ist fürchterlich. Aber die sind vielleicht auch ein bisschen zu offensichtlich. Muss man auch sagen. Also die Verteidigung von Barcelona ist ja nicht so schlecht. Die können auch ein bisschen mitdenken. Messi. Sehr guter Pass auf Iniesta. Schön geholt von Ronaldo. Jetzt muss es mal schnell gehen. Über Deulofeu. Deulofeu setzt sich durch. Aber Jordi Alba grätscht rein und holt sich die Pille. So, Benzema. Ah, schade. Der Pass kommt nicht an auf Modric. Und wieder. Ah. Schade, schade. Also Modric sieht man leider nicht so häufig, finde ich jetzt persönlich.
Suarez. Gut durchgesetzt, aber... Ah. Und Marquinhos, sehr gut. Guter Ball. Ja. Ich glaube, Barcelona kauft uns tatsächlich den Schneid ab. Sehr, sehr viel Ballbesitz von Barcelona. Oh, stark. Auf Suarez. Aber Sergio Ramos im letzten Moment holt er sich den Ball. Und jetzt der Konter. Nein, Ramos verliert den Ball wieder. Es ist ärgerlich. Also, ich weiß nicht, was mit Ramos Rodriguez ist, aber er verliert immer häufiger den Ball. Und Messi ist verletzt. Messi ist verletzt. Wir haben es geschafft. So. Nein, das wollten wir natürlich nicht. Wenn, dann wollen wir natürlich einen fairen Kampf hier. Groß. Starker Ball oder stark gedacht eigentlich auf Ronaldo. Messi ist wieder da. Kann spielen. Kann flanken. Aber die war nicht sonderlich gefährlich. Ramos wieder. Deulofeu. Schlechter Ball eigentlich, aber es hat doch noch funktioniert. Ronaldo. Sehr schön. Jetzt Marcelo. Marcelo. Ah. Es funktioniert einfach alles nicht, was Real Madrid vorhat. Sie kommen nicht durch die Verteidigung durch, führen aber irgendwie glücklicherweise doch mit 2:1. So, Bellerin. Ramos. Marcelo. Ah, Ramos. Holt sich den Ball wieder. Modric. Schlechter Ball von Modric. Ja, da funktioniert vieles nicht. Jetzt Lionel Messi. Oh, starker Ball eigentlich. Aber Marquinhos denkt mit. So, jetzt wieder über Marcelo. Über Ronaldo. Ah, Mathieu. Sehr gut. Und wieder Barcelona. Über Messi. Messi mit der Flanke. Nee, die war nix. So, und wir wechseln auch. 86 Minuten sind gespielt. Wir sind schon ziemlich platt. Wir haben lange laufen lassen oder lange die Spieler spielen lassen. Jetzt müssen wir aber trotzdem ein bisschen reagieren. Ich denke mal, Casemiro kann rein. Und für Rodriguez kann Dele Alli rein. Ansonsten, ja, wir müssen das Mittelfeld austauschen. Anders geht's nicht. Ach, wir haben schon gewechselt wegen Marquinhos. Oh, verdammt. Naja, egal. Dann lassen wir es so. Modric hat mir in diesem Spiel sowieso nicht so gefallen, muss ich sagen. Deswegen passt das schon. Jetzt kommt Dele Alli und kann zeigen, was er kann. Ich finde ihn im Moment tatsächlich besser als Ramos Rodriguez. So, Dele Alli. Ah! Das wäre schön gewesen. So, und jetzt Neymar. Gut gestört von Kroos. Und der Schuss, aber De Gea ist da. Und die nächste Möglichkeit für Barcelona. Über Mathieu. Sehr schöner Ball auf Iniesta. Und Messi wieder mit der Flanke. Seine Flanken kommen überhaupt nicht an. Das ist echt verwunderlich. Und wir gewinnen das Spiel. Wir gewinnen das El Clasico mit 2:1. Es ist ein bisschen unverdient. Keine Frage. Es ist ein bisschen unverdient. Das Hinspiel wurde aber trotzdem gewonnen. Vor allem auch durch das Tor von Hector Bellerin. Ja, Messi ein bisschen am Humpeln. Das sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt, bei Lionel Messi. Ich bin gespannt, ob er beim nächsten Spiel mit dabei sein wird. Das wäre krass, wenn nicht. Also wenn beim nächsten El Clasico Lionel Messi fehlt, dann ist es fast kein El Clasico mehr für mich. Dann ist es sehr, sehr schade. Denn wenn El Clasico, dann möchte ich auch, dass beide Mannschaften die besten Spieler einsetzen. Ja, und wir haben es eben gesehen, 2 Tore, 2 Schüsse aufs Tor. Wir haben alle Chancen reingemacht. Die anderen Möglichkeiten in der Offensive wurden irgendwie zerstört. Durch die Barcelona-Verteidigung. Das ist krass. Spieler verletzt. Ausgekugelte Schulter bei Rafael Varane. Er wird für 8 Wochen ausfallen. Das ist natürlich richtig, richtig bescheiden. Und Gareth Bale hat das okay bekommen. Spieler ist auskuriert. Das heißt, er könnte beim nächsten El Clasico wieder auflaufen. Das wäre natürlich bitter für Barcelona, wenn Messi ausfällt und Gareth Bale bei uns wieder da ist. Dann wow. So, Angebot von Manchester City für Danilo. 23,5 Millionen bieten sie. Ich mach mal 36,5 Millionen, mal gucken, was sie dazu sagen. Danilo könnte ich mir vorstellen, dass wir den verkaufen, wenn ich ehrlich bin. So, Nachricht von Spielern. Danke, Chef von Marcelo und danke, Chef von Modric. Alles klar. Warum nicht? So, wir gucken mal ganz kurz. Ich denke mal, dass wir simulieren. Wir werden erstmal schauen, dass wir vielleicht noch ein paar... Ach komm, wir simulieren.
Wir müssen ja eh Spieler verkaufen, bevor wir kaufen können. Und hier sind ein paar Transferangebote. Nochmal für Danilo. Ach ja, nee, das haben wir ja schon beantwortet. Für Marquinhos ist ein Angebot eingegangen. Chelsea bietet 32,5 Millionen. Ich glaube, wir haben sogar mehr bezahlt als diese 32,5. Deswegen mache ich mal ein höheres Ding. Ich würde ihn verkaufen, ehrlich gesagt. Er kommt nicht so richtig zum Zug bei uns. Aber, naja, warten wir erstmal ab. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, wir brauchen Marquinhos ja gerade auch, weil Varane verletzt ist. Aber warten wir da erstmal ab, was da vielleicht passiert ist. Spieler verkauft. Kiko Kassia geht. Okay, das ist das, was wir sowieso haben wollten. Kiko Kassia, ein Torhüter von unseren 1000, ist weg. Und wir können mal Rückspiel sagen und loben. Ich weiß nicht, was es heißt, aber passt schon. So, hier sind wieder ein paar Angebote. Marquinhos, auch hier ein Angebot für ihn. Auch hier machen wir mal 56,5 Millionen. Das ist so der einzige Preis, für den ich den irgendwie ziehen lassen würde. Lucas Silva? Nee, also das ist eigentlich ein junges Talent. Ich kann mir gut vorstellen, dass der sich eigentlich ganz gut entwickeln könnte. Auch wenn wir ihn im Moment nicht so wirklich trainieren oder fördern. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da ein bisschen was reißen können noch. Und Transferangebot, Danilo überdacht. 29,5 Millionen haben sie jetzt geboten. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir Danilo jetzt so sonderlich viel einsetzen werden. Wir gehen ein bisschen runter vom Gegenangebot. Mal gucken, ob das irgendwie angenommen wird. Und Laie für Mariano, auch das können wir natürlich annehmen. Mariano geht zu Celta Vigo, sehr schön. Da haben wir einen Spieler verliehen und der andere ist eventuell noch in Schwebe, dass wir den verkaufen. Danilo, wir haben Hector Bellerin gekauft, also von daher so wirklich viel müssen wir mit ihm nicht oder brauchen wir mit ihm jetzt nicht veranstalten. So, Transferangebot. Das haben wir schon gemacht. Mariano haben wir auch schon gemacht. So, Marquinhos. 36,5 Millionen. Wir wollen aber 56. Wir haben ihn gerade erst gekauft. Deswegen glaube ich nicht, dass wir ihn sofort verkaufen sollten. Unsere Ziele sind gefährdet. Ist das Fördern unserer Nachwuchsarbeit das Blablabla-Ziel? Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Es ist Ihre Entscheidung, Trainer. Ich würde gerne spielen, das wissen Sie, aber wenn sich die Verletzung verschlimmert, dann muss ich länger pausieren. Ich kann verstehen, wenn Sie kein Risiko eingehen wollen. Ja, wir werden jetzt mal sehen. Wir werden jetzt mal sehen. Barcelona wäre schon wichtig, wenn Gareth Bale da tatsächlich spielt. Aber müssen wir erstmal abwarten. So, wir werden mal Ødegaard rausnehmen vom Training und wen anders nehmen. Zum Beispiel Asensio sieht eigentlich ganz gut aus. Aber auch Dele Alli. Ich nehme eher Dele Alli jetzt mal. Der soll sich durchsetzen. Und Bellerin werden wir auch mal rausnehmen, wobei Bellerin ist in den Einzelattributen immer ein Stück vor der Verbesserung. Das werden wir vielleicht dann auch nochmal machen. Vielleicht kriegt das dahin. Ja, hat sich sehr gut verbessert. Sehr, sehr gut verbessert. Sehr schön. Okay, perfekt. Dann haben wir da die Verbesserung hingekriegt. Beim nächsten Training können wir dann wen anders wählen. Müssen wir mal schauen, wen. Gucken wir einfach mal. Und wir sind dann gleich auch direkt vor dem nächsten Spiel. Vor dem nächsten El Clasico, vor dem Rückspiel gegen Barcelona im Pokal. Ah, ich bin gespannt, wie das so wird. Transferangebot, Marquinhos 42 Millionen. Ich werde von meinem Angebot hier nicht runtergehen. Entweder die machen 56,5 Millionen oder die lassen es. Also wie gesagt, wir haben ihn gerade erst verpflichtet. Das wäre blödsinnig, wenn wir den für eine schmale Mark dann irgendwie verkaufen würden wieder. Ich weiß auch gar nicht gerade, für wie viel wir ihn gekauft haben. Transferüberblick. Da können wir das doch sehen. Mein Verein. So, Marquinhos. Ja, ist für 29,5 Millionen ist er zu uns gewechselt. Wenn wir dafür jetzt irgendwie annähernd 50 Millionen kriegen würden, dann könnte ich tatsächlich drüber nachdenken. Dann hätte man einen richtig, richtig guten Deal gemacht. Aber bis dahin müssen wir erstmal abwarten. So. Marquinhos überdacht. Ich denke mal, dass wir jetzt mal auf 54,5 Millionen gehen. So, das wird aber das letzte Angebot sein. Also wenn sie da nicht zuschlagen, dann hört es auch auf. So. Manchester City bietet 32 Millionen. Okay, da können wir jetzt tatsächlich mit leben, glaube ich. Ich mache nochmal 34 Millionen. Vielleicht sagen sie dann ja. Und dann hätten wir auf jeden Fall einen richtig guten Deal gemacht. Sergio Diaz wird ausgeliehen an Murcia. Okay, das geht auch klar. Dann hätten wir auf jeden Fall ein paar Spieler ausgeliehen schon mal. Das ist sehr, sehr gut. Spieler verliehen. Okay, das hat geklappt. Transferangebot für Sergio Diaz. Okay, dann sind wir eigentlich mit der Sache durch.
Dani Carvajal möchte spielen, müssen wir uns überlegen vor dem Spiel. Mal gucken. So, ich würde sagen, damit ist diese Folge auch beendet. Wir spielen in der nächsten Folge wieder gegen Barcelona. Diesmal im Camp Nou oder im gefakten Camp Nou hier in FIFA 17. Und ja, ich bin gespannt, ob wir da nochmal gewinnen können oder ob wir den Hinrundensieg irgendwie halten können und dann eine Runde weiterkommen. Das wird auf jeden Fall die spannende Frage. Ich hoffe, ihr seid gespannt darauf. Ich bin es auf jeden Fall. Und ja, diese Folge ist damit beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Just let me on. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go.